Mein Name ist Ursula Gabor. Wir betreiben, mein Mann und ich, das Landgasthaus Bohl in Hausen und werden jetzt am Donnerstag unseren Laden wieder eröffnen. Eigentlich schon so mit ein bisschen gemischten Gefühlen, weil wir hätten uns gewünscht, dass man sich vielleicht noch ein bisschen Zeit gelassen hätte, damit das so eine klare Geschichte wird. Im Moment wissen wir nicht genau, wo die Reise geht. Diese Verordnungen ändern sich jeden Tag. Man weiß nicht, wie viele Leute dürfen kommen, wie viel dürfen zusammensitzen. Wer muss mit Maske, wer ohne. Also es ist ein bisschen problematisch für uns. Nichtsdestotrotz haben wir auch noch so ein bisschen Angst, dass sich das noch mal umkehren könnte durch diese Feiertage, Vatertag, Pfingsten. Wir hätten uns gewünscht, dass man das Ganze noch ein bisschen rausgezogen hätte und hätte uns dann grünes Licht gegeben, dass man sagen könnte, ja, jetzt fangen wir an und jetzt haben wir das Gröbste überstanden. Im Moment ist das ja wohl noch so ein bisschen so dieses Brodeln, so das Feuer ist nicht ganz aus und man wartet so, wann macht es puff und es ist wieder da. Nichtsdestotrotz machen wir am Donnerstag jetzt auch, freuen uns auch jetzt nach 2 Monate Zwangspause, dass es wieder losgeht, freuen uns auf unsere Stammgäste. Und schauen, wie es wird.